Geld und blabiblub, aber ich würde erstmal gerne wissen, was es eigentlich heißt, Profi zu sein. Viele Leute, die sagen, ich will Profi werden, aber die wissen nicht, was mit einhergeht. Dazu gehört ja auch diese professionelle Haltung, sich zu kontrollieren, den anderen zu vertrauen, sein Game zu ändern und immer auch lernbereit zu sein. Das ist ja auch so eine Sache, die ich oft erlebe, dass Leute, die einen gewissen Grad an Können erreicht haben, sei es Ringen, Boxen oder auch MMA, der aber noch relativ amateurhaft ist, aber sich dann darauf ausruhen und dann zu arrogant sind, von anderen Leuten zu lernen. Auch das gehört zu einem Profi dazu. Wenn ihr jetzt sagt, ihr müsst euren Stil dann manchmal ändern und euch anpassen auf jeden Gegner neu, ihr lernt ja jedes Mal neu dazu und müsst jedes Mal eigentlich, das ist ja auch so eine Ego-Sache, sagen, okay, das, was ich bisher gemacht habe, war gut, aber ich muss trotzdem das und das und das und das noch lernen. Was heißt es für euch, Profi zu sein? Wir haben ja unterm Strich alle dasselbe Ziel. Und das Ziel ist, dass wir in unsere Kämpfe gehen und die Kämpfe gewinnen. Und ich bin anders wie Daniel und wie Stefan und es sind alles verschiedene Leute, aber wir haben trotzdem dieses Ziel, dass wir gemeinsam, wir wollen unsere Kämpfe gewinnen und müssen dafür halt das Nötige tun, um das zu erreichen. Und das bedeutet, dass wir halt in unsere Einheiten gehen müssen, auch wenn wir mal keine Kämpfe haben, dass wir uns auch nach anderen ausrichten, dass wir auch, wie schon gesagt, an Sachen arbeiten, auf die wir vielleicht nicht so viel Lust haben oder auch kritikempfänglich sind. Das sind viele, viele Sachen, auf die man sich dann einlässt, damit dann dieses Ziel erreicht wird. Und das ist halt dieses professionelle Denken, was dann einen auch schlussendlich zum wirklichen Profi machen kann oder auch macht. Wobei ich muss dazu sagen, dass von meiner Einstellung bin ich ein bisschen davon weggekommen, zu sagen, okay, es geht mir um das Gewinnen im Prinzip an sich. Ich versuche eigentlich das so zu sehen, dass ich mich entfalten will mit im Kämpfen. Ja, ich möchte im Prinzip wirklich die beste Version von mir schaffen und meine eigene Entwicklung sehen. Und das ist so mein Anspruch irgendwie an mich, ja, dass wenn ich kämpfen gehe, ja, möchte ich im Prinzip über mich hinaus wachsen. Ja, und das ist, manchen Kämpfen funktioniert das besser als in anderen und oft geht man auch nach einem Sieg raus und denkt sich, ey, irgendwie bin ich unter meinen Leistungen geblieben. Mhm. Ja? Und das ist irgendwie das Schlimmste, also das beißt das nagt an mir schlimmer als alles andere, ja? Wenn ich weiß, okay, das war nicht 100% von mir. Ne? Und irgendwie ist das so der Mindset, den ich mir versuche eigentlich zu setzen. Ja? In der Berufung, die ich für mich gefunden habe. Also ich meine, ich habe angefangen zu kämpfen, da ging es nicht um Geld, da ging es nicht um Gewinnen, da fand ich das einfach nur geil und wollte es machen. Ja? Und manchmal so im Laufe der Zeit ist das vielleicht auch so ein bisschen verloren gegangen, also weil man so ja, durch die Entwicklung der Kampfsportszene oder dem Business-Part, der da mitspielt, das so ein bisschen verschwimmt. Aber eigentlich versuche ich mich immer wieder so ein bisschen daran zurückzuerinnern, okay, ja man, ich fand das war geil, das Geile daran. Und ich versuche einfach, okay, meine eigene Entwicklung voranzutreiben und alles daran zu setzen, dann auf diesen Tag hin wirklich bereit zu sein, okay, loszulassen und eigentlich alles herum sollte wegfallen, ja, also das ist immer so die Theorie, ja, man sollte reingehen, frei sein und es sollte gar nicht jetzt um Geld oder Gewinn gehen, sondern da reingehen, Spaß zu haben und das Beste aus sich rauszuholen, weil im Endeffekt, wenn man das Beste von sich gegeben hat, mehr geht nicht, ja, und dann hat es entweder gelangt für den Arm nach oben oder nicht, ja, aber solange man rausgehen kann und sagen kann, ey, das war alles, was in mir gesteckt hat, dann kannst du mit dir selbst ein bisschen, bin ich mit mir selbst im Reinen. Ja. Und für dich, was heißt für dich, Profi zu sein? Ja, das, was Daniel gerade gesagt hat, mit dieser besten Version von einem selbst, ist natürlich so ein Anspruch an sich selber natürlich, wie man sich auch entwickelt. Das ist ja unabhängig davon, ob du in welchem Bereich du arbeitest eigentlich, ob du Profisportler bist oder ob du für eine Firma arbeitest. Du versuchst ja immer, das Beste aus dir zu machen und die beste Version deiner selbst zu kreieren. Und es ist ja einfach dieser Prozess, der ja auch Spaß macht. Wenn du für etwas arbeitest und du merkst einfach, wie du dich verbesserst, das besser kannst. Und dieses Profi-Dasein hat ja nochmal ein kleineres Fenster, in dem du beweisen kannst, wie gut kann ich wirklich werden. Und es ist natürlich auch
Wie hoch sind deine Ziele, die du dir vorher gesteckt hast? Kannst du diese Ziele, diese Ansprüche, die du an dich selbst, für dich selbst vorgegeben hast, erreichen? Und das ist halt dieses Interessante. Du weißt ja nie, was in deiner Karriere passiert. Verletzt du dich? Fällst du frühzeitig aus? Kannst nicht mehr weiterkämpfen? Ja, dass du einfach jeden Tag genießt und froh sein kannst, dass du etwas nachgehst, was dich erfüllt, und ja, das ist einfach was Besonderes für mich. Und das ist für mich das Tolle am Profi-Dasein und auch die Definition davon.